Hallo zusammen, ich bin Leo und ich habe Erdwissenschaften an der ETH Zürich studiert. Wie ihr hatte ich zu Beginn meines Studiums die Vorlesung Dynamische Erde 1. In den folgenden Videos werden wir gemeinsam einen Teil dieser Vorlesung angehen. Dabei werden wir viele schöne Mineralien und Gesteine sehen, wir werden durch die Alpen reisen und wir werden sogar aktive Vulkane besichtigen, wie zum Beispiel den Ätna, der gerade hinter mir am Ausbrechen ist. Natürlich werden wir uns nicht nur coole Sachen ansehen, sondern wir werden auch lernen, wie diese Dinge funktionieren bzw. entstehen. So werden wir sehen, wie Mineralien und Gesteine entstehen, wir werden lernen, was in und unter Vulkanen passiert und wir werden sehen, wie Gesteine in großen Tiefen in neue Gesteine umgewandelt werden. Diese Prozesse zu verstehen ist sehr wichtig, wenn wir zum Beispiel Menschen vor bevorstehenden Naturgefahren warnen müssen oder wenn wir für die Herstellung von Computern ganz spezielle Metalle benötigen, die nur in seltenen Mineralien vorkommen. Für all dies braucht es ein solides Wissen in Erdwissenschaften. Mit den Grundlagen dieses Wissens werden wir uns in den folgenden Videos auseinandersetzen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!